Mystical, verzaubert, ein Wattpad-Roman von Melisai. Kapitel 1. Luna, wach auf, rief eine Stimme. Nicht jetzt, lass mich weiter schlafen, murmelte ich zurück. Plötzlich wurde mir meine Decke weggezogen und kalte Luft umspielte meine Beine. Verschlafen richtete ich mich auf. Mit müden Augen schaute ich in Kais Gesicht. Er war mein bester und einziger Freund. Komm schon, zieh dich an, sagte er lachend. Wütend warf ich mein Kissen nach ihm und ließ mich erneut ins Bett fallen. Luna Jane Wildblood, entweder du stehst freiwillig auf oder ich schubs dich aus dem Bett. Du musst dich beeilen, die Meister wollen dich sehen. Schlagartig war ich hellwach. Die Meister wollten mich sehen? Wieso? Gab es einen neuen Auftrag für mich? Wieso? Fragte ich neugierig. Kai zuckte nur mit den Schultern. Zieh dich an und komm mit, ich warte vor der Tür auf dich, antwortete er. Ich zog mir rasch eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt an. Meine rotbraunen Haare band ich zu einem Dutt zusammen. Ich blickte in den Spiegel. Dort sah ich kein Mädchen mehr, sondern eine erwachsene Frau. Ich war schlank, maß ungefähr 1,70 und hatte rotbraune Haare. Am auffälligsten aber waren meine Augen. Anstatt gewöhnlicher Pupillen bestanden meine nur aus zwei Schlitzen. Meine Iris war gelb. Du bist kein Mensch, dachte ich. Du bist ein Gestaltwandler. Ein Vollstrecker der Meister. Du tötest jene, die ihnen Unrecht tun. Dein Leben gehört nicht dir, sondern ihnen. Dann ging ich in den Gang, wo Kai schon wartete. Stumm folgte ich ihm durch verschiedene Gänge, durch unzählige alte Türen, älter als ich selber. Schließlich kamen wir vor einem großen Tor an. Es war übersät von geheimnisvollen Zeichen, verschlungene Zeichen und Schnörkel, wundersame Tiere und noch vieles mehr. Aber auch Kratzer und tiefe Furchen bedeckten es. Sie waren aus der Zeit des Krieges, bevor Letus, der größte Held aller Zeiten, sie besiegte und den Orden der Letiter gründete. Für diesen Orden kämpfte ich. Unser Kodex lautete: Es gibt nur eine Sache, Gehorsam. Gehorsam verhindert Krieg. Gehorsam verhindert Tod. Gehorsam schützt vor Feinden. Denn Freiheit ist eine Lüge. Wer nicht gehorcht, muss ausgelöscht werden. Denn im Leben zählt nur eins. Gehorsam und Hingabe für Letus. Diese Worte wiederholte ich immer und immer wieder, bis sich die Tür öffnete. Nervös trat ich ein.